Willst du einsteigen? Stellt euch mal vor, ihr hättet mich an der Straße stehen sehen. Trem, wer hätte mich denn mitgenommen? Wieder sterben wir heute Nacht hier drin oder es wird eine verdammt lustige Geschichte. Also klar, gehen wir in diesen Kriegsschutzbunkern. Macht dir keine Sorgen, ich bin angetrunken und besserer Autofahrer als nüchtern. Wenn ich nüchtern bin, rase ich wie ein Irrer, aber wenn ich ein bisschen was getrunken habe, fahre ich schön vorsichtig. Du solltest nicht auf Toilette gehen. Du, stopp, stopp. Schade, dir wird den Glückskeks verpassen. Wenn du Jesus an der Straße stehen siehst, dann nimmst du Jesus mit. Und dann fragst du Jesus auch nicht nach Geld am Ende. Und so zog Oha damals mit 14 Jahren in den Krieg und hat im Alter von 14 Jahren 7 Menschen getötet. Und fiel natürlich, verständlicherweise, in ein sehr, sehr, sehr tiefes Loch damals. Das ist zwar vielleicht der schlimmste Tag meines Lebens gerade, aber warum sollte ich diesem Mensch hier gerade nicht trotzdem helfen? Und das hat er gemacht. Er hat mich eingesammelt, er hat angehalten und hat mich im Endeffekt zu diesem Punkt gebracht über Umwege. Es war eine Reise, die mir nicht den Glauben an die Menschlichkeit zurückgegeben hat, aber es war eine Reise, die mir meinen Glauben an die Menschlichkeit bekräftigt hat. Und es war toll. Ich war sehr, sehr, sehr froh, dass ich das erfahren durfte. Und Tür auf und sag so, hey, Aman, Aman, Aman. Und er so, Man, Man, Man. Und ich so, Aman, Aman, Aman. Und er so, Man, Man, Man. Aber erschreck nicht. Wir haben 4 Kilo Lachsfisch dabei. Ist kein Spaß, ich habe Lachs dabei. Wie ist es denn so mit dem Trampen in Afrika? Gibt es viele Tramper? Are there many Hitchhikers? Und er sagt so, oh, HIV? Ja, 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 haben wir ganz viel dort unten. So, nein, nein, nicht HIV, Hitchhiker, Tramper. Malst du mich? Ja, mal sehen, wie das aussieht. Du hast doch gar nicht angefangen. Du hast noch ein bisschen Zeit. 30 Minuten. Vielen lieben Dank.